Pascal. Ja, hallo, grüß euch. Es ist schön, dass wir heute hier sein dürfen bei dir, beziehungsweise bei euch, bei eurem super Projekt, was ihr hier umgesetzt habt. Und vor allem, ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Interview hier führen können. Mal an ungewöhnlicher Stelle, ne? Ganz hoch über Düsseldorf. Ich sag mal, in einer Situation, wo ich mich selber überhaupt nicht wohlfühle. Das ist für mich jetzt sehr ungewohnt. Ja, ich habe gehört, du hast Höhenangst. Ich glaube, ich werde gerade schwach. Aber hör mal, dir kann nichts passieren, wir sind bei dir. Das ist ja meine Befürchtung. Nein, Quatsch, aber ne, wie das so ist. Wir haben uns heute hier getroffen, um halt euch einfach mal auch irgendwie euer Konzept uns anzuschauen und mal zu schauen, weil ihr euch ja sehr unterscheidet von vielen anderen Konzepten, wie das angenommen wird vom Publikum. Mhm. Jetzt haben wir heute den ganzen Tag euch hier begleitet. Wir sehen, der Platz ist eigentlich voll. Ja, da sind wir auch ganz glücklich drüber. Man muss dazu sagen, was unterscheidet unser Konzept von anderen? Wir waren die Ersten, beziehungsweise der Oskar Bruch war einer der Ersten, der sich Gedanken gemacht hat, in der Zeit, wo alles stillsteht, wie kann man wieder zeigen, hallo, uns Schausteller gibt's noch? Wie kann man den Menschen zeigen, dass die Kirmes auch einen weiteren Bestand hat im Leben, auch wenn das jetzt unter veränderten Umständen stattfindet? Und die Idee zu diesem Pop-Up-Freizeitpark, die geistert schon seit Ostern im Kopf von Oskar Bruch rum. Und dann hat er angefangen, mit einigen seiner Freunde zu überlegen, welche Bedingungen müsste man erfüllen, um einen Betrieb ermöglichen zu können. Das waren an diese ganzen Abstandsregelungen, Maskenpflicht und so weiter. Da war noch gar nicht dran zu denken. Und er hat dann ein Konzept geschrieben, wo man all diese Möglichkeiten einfach mal aufgezeigt hat. Also Masken, Abstand, Einbahnstraßenregelung, Desinfektionen, mobile Waschbecken und so weiter. Und dieses Konzept eines möglichen Parks oder eines möglichen Events, da war immer noch das Thema Event, das hat er dann bei der Stadt Düsseldorf vorgeschlagen. Und da stieß eigentlich dieses Konzept auf offene Ohren. Und natürlich mahlen die Mühlen der Ämter bekanntlich langsam. Und in der Zwischenzeit kam dann eben die Nachricht, dass Freizeitparks wieder öffnen dürfen, Kirmes- und Jahrmarktsveranstaltungen aber nach wie vor untersagt sind. Und dann war man eigentlich mit den ganzen Genehmigungen und mit diesem Betriebskonzept schon der Zeit ein wenig voraus. Und insofern startete dann die Idee oder starteten die Überlegungen zu dem Düsselland. Und die Idee haben mittlerweile viele, viele andere auch aufgegriffen, an unterschiedlichen Orten, an unterschiedlichen Städten mit unterschiedlichen Konzepten jetzt umgesetzt. Und das, was ihr heute hier sehen konntet, das ist halt das Ergebnis der letzten Wochen, wo wir eben all diese Corona-Maßnahmen versucht haben umzusetzen. Und es ist einfach gelungen, das Messegelände hier in Düsseldorf anzumieten, weil es einfach eine riesige Fläche ist. Die Fläche ist für so eine Aktion super geeignet, denn es gibt wohl die größten, besten und saubersten Kirmes-Toiletten, die ich je gesehen habe. Auffallend. Du kannst hier wunderbar das Publikum über lange Wege hereinführen. Du hast ein Ordnerpersonal, was von der Messe sowieso mit vielen Menschenmassen gewohnt ist, umzugehen. Und all diese kleinen Dinge haben dann doch dazu geführt, dass man gesagt hat, man macht es auf diesem Messegelände und probiert hier diese Idee von dem Freizeitpark. Und das Publikum nimmt es an. Jetzt sind wir gerade in die Ferien gestartet. Heute ist endlich auch ein tolles Wetter, also es ist nicht so heiß. Und insofern denke ich mal, dass die nächsten Tage hier das Düsselland einfach nur ein Ausflugsziel werden wird. Das ist das, was wir auch hoffen. Wir hoffen, dass halt dieses Konzept bei den Leuten sehr gut ankommt. Weil es ist ja nicht nur für die Leute, die halt sich den Tag einen schönen Ausflug machen wollen, es ist ja auch für die Leute, die kurzfristig einfach mal denken, sie möchten halt gerne was erleben. Ja, es ist vor allem auch für die Leute, die zu Hause sind, die jetzt die ganzen Kinder im Schlepptau haben und die vielleicht nicht in den Urlaub fahren. Warte mal, ich muss mal hier Bescheid sagen, dass wir noch ruhig weiterfahren. Fahr mal noch weiter, bitte. Fahr mal noch weiter. Siehst du, wir drehen. Ja, bitte. Lass mal nochmal fahren, weiter. Wir haben ja schon fast gefragt. Ja, lass uns nochmal fahren. Ruhig eine Runde. Gut, Wiebke. So. Stehen wir mit unserem Talent. Ja, jetzt, weil es so schön ist, geht es nochmal hoch hinaus. 55 Meter über Düsseldorf. Und wenn du genau schaust, die Flugzeuge, die stehen noch am Boden oder viele davon. Wir sind schon mal ganz nach oben. Ne? Wir sind der Lufthansa schon einen Schritt voraus. Ich habe echt gerade die Idee, demnächst nur noch Interviews in U-Bahnhöfen zu machen. Naja, kommen wir mal zurück zum Thema. Gerade die Familie mit Kindern. Was denkst du, was könnt ihr denen bieten?
Also ich glaube, wir können allen, die mit Kindern und Familien hierher kommen, erstmal ein ganz sicheres Gefühl geben. Es wird hier niemals ein Gedränge herrschen, wie man das natürlich von den Volksfesten liebt und wie es die Schausteller auch alle brauchen. Aber da immer nur eine begrenzte Menschenmenge hier auf der großen Fläche zugelassen ist, wird es hier also nie eng werden. Also alle Leute, die uns besuchen, haben immer viel, viel Platz um sich herum. Und hier muss keiner Sorge haben, dass er sein Kind verliert, ne? Weil man hat die Kleinen immer im Auge, weil einfach so viel Platz ist. Und ich glaube, für die Kinder bieten wir eine ganze Menge, vom Kasperletheater bis hin zu den Auftritten unserer Artisten. Mit der Hochseiltruppe Geschwister Weisheit haben wir ja ganz tolle Partner gefunden. Und ich habe es gemerkt, für die Familien ist immer deren historische Hochseilshow ein besonderer Anziehungspunkt, denn da treten ja schon die ganz kleinen Weisheits mit auf. Und dann hörst du immer im Publikum, oh Papa, ich will auch mal Artist werden. Also das gibt mir Hoffnung, dass der Zirkus und die Kirmes eine Zukunft haben. Das ist auch was, was ich hoffe. Der Zirkus liegt mir auch sehr am Herzen, weil ich halt selber auch in einem Schindelwohnwagen gelebt habe. Und allein dieses Gefühl bei einem Zirkus, dieses, man fühlt sich einfach nützlich, man fühlt sich einfach in der Familie geborgen. Ja, man darf ja jetzt nicht vergessen, es sind nicht nur die Schausteller, die von heute auf morgen Stillstand hatten. Es sind die Artisten, es sind die Zirkusleute, es sind alle, die im Eventbereich arbeiten, die sonst Bühnen aufbauen, die bei Konzerten für die Technik sorgen. Ich kenne ganz viele Leute, die als Zauberer oder als Animationskünstler unterwegs sind. Für die ist von einem Tag zum anderen ja nichts mehr so gewesen wie vorher. Und insofern ist dieses Thema Freizeitpark auch ein Signal an alle, dass man sagt, oh, wir stecken nicht den Kopf in den Sand. Und was mich jetzt in meiner Funktion hier, wieder back to the roots, hin zur Presse. Was mich jetzt hier so besonders fasziniert, ist einfach, dass wir so viele Anfragen haben von Fernsehsendern aus ganz Deutschland. Wir waren jetzt im ZDF heute in den Nachrichten, RTL hat berichtet, Sat.1, alle großen Sender waren schon hier. Also man merkt, die Medien haben Interesse, nicht nur über negative Folgen von Corona zu reden, sondern die freuen sich auch wieder auf schöne Bilder. Und wenn wir hier mit dem Düsselland einfach ein Zeichen setzen können, hallo Leute, die Karussells drehen sich wieder, die Artisten kriegen Applaus, dann ist, glaube ich, das viel wichtiger als der wirtschaftliche Hintergrund. Das ist definitiv. Ich hatte mir mal gestern schon überlegt, ich war gestern auch unterwegs gewesen, musste auch halt einige Interviews führen, und da kam mir so in den Sinn, kann man, falls sich die Situation nicht in einer absehbaren Zeit ändern würde, wäre das ein Konzept, mit dem man auf Reise gehen könnte? Nein. Denn ich denke mal, so etwas wie was wir jetzt hier machen, das bedarf natürlich einer großen Menge Menschen, die auch hierher kommen können. Und nicht jede kleine Stadt bietet dann so viel Publikum, dass du ein Schützenfest, was sonst 3 Tage geht, jetzt auf 3-4 Wochen ausdehnen könntest. Das ist, glaube ich, ein Ding. Und dann, wenn man hier sich das genau ansieht, dann wird man feststellen, es gibt jede Menge Dekorationen, es gibt Blumen, es gibt Pflanzen, es gibt jede Menge toller Dinge, die kann man nicht für einen kurzen Zeitraum irgendwo aufbauen. Das ist einfach unbezahlbar. Ja, das stimmt. Und vor allem, was uns hier aufgefallen ist, man merkt den Schaustellern an, dass sie wirklich mit Herz und Leib wieder dabei sind. Und man merkt, dass sie sich freuen, wirklich wieder zu arbeiten. Es wollen alle endlich wieder was tun und es wollen alle wieder raus. Und wir machen jetzt hier, glaube ich, steigen wir jetzt hier aus, denn jetzt werden die Gondeln desinfiziert. Es beginnt gleich der nächste Zeitslot und wir gehen einfach mal nach draußen. Das würde mich freuen. So, wir haben jetzt kurz die Location gewechselt, weil wie man hier schön im Hintergrund sehen kann, werden gerade die Gondeln desinfiziert, was hier auch gang und gäbe ist. Hier wird also nicht einfach nur fahren gelassen, es wird auf Hygiene geachtet, auf Sauberkeit und was ganz wichtig ist, der Infektionsschutz, der ist hier gewährleistet. Das ist eine Sache, die uns sehr freut, weil man es hier wirklich live selber miterleben kann, wie es passiert. Ja, und es ist ja auch wunderbar, die Artisten hier, die Hochseiltruppe, die hat ja so 10 bis 15 Minuten dauert deren Vorstellung. Und wenn die Artisten auftreten, dann drehen sich auch die Karussells nicht. Dann ist überall eine kleine Pause, sodass dann eben auch Zeit und Gelegenheit ist, alles wieder sauber zu machen. Ja, das stimmt. Was mir jetzt noch auffällt, dieses ganze Konzept, was ihr hier umgesetzt habt,
Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Wie kostenintensiv ist das? Also der Oskar Bruch arbeitet eigentlich, oder die Idee hierzu, die entstand vor ungefähr 8 Wochen. Und seit diesem Zeitraum arbeiten der Oskar Bruch und seine Freunde, Kollegen an diesem Konzept. Und es ist ja ein langer Prozess jetzt gewesen, von der Vorstellung bei den Behörden bis hin zur Erstellung eines Betriebskonzeptes, bis zur Beauftragung eines Hygienekonzeptes. Also das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und natürlich kann sich ein solches Event auch nur ein Macher, einer der ganz Großen, erlauben. Ne? Und die Familie Bruch gehört zu Düsseldorf dazu, wie irgendwie der Rhein oder die Rheinkirmes. Und insofern war es denen natürlich auch wichtig, in der Heimatstadt zu sagen, hey, wir setzen ein Zeichen für alle. Und ohne deren finanziellen Background wäre so etwas gar nicht möglich, denn das unternehmerische Risiko, das bewegt sich hier schon in einem hohen sechsstelligen Bereich, denn das Messegelände und alles, was dazugehört, das wird hier nicht dem Oskar Bruch geschenkt, auch wenn es manchmal in den Medien so rüberkommt. Das ist leider so. Also viele meinen immer, das wäre alles nur, er müsste nur mal kurz mal klopfen, aber das nein, ist nicht so. Nein, dafür wird richtig tief in die Tasche gegriffen und das ist auch der Grund, warum dieser symbolische Eintritt von 8 Euro fällig wird. Denn diese Kosten für die Anmietung des Messegeländes, für die Umsetzung dieser Hygieneauflagen und letztendlich auch zur Finanzierung der Logistik des Kartenvorverkaufs, denn das geschieht alles über Fremdfirmen, ist einfach dieser Kostenbeitrag erforderlich. Ich flatter. So, wie gesagt, auf dem Gelände selber muss man ja die Maske nicht tragen. Genau. An welchen Orten genau brauchen wir die Maske hier? Eigentlich an all den Orten, wo man sich sehr nahe kommt. Also im Riesenrad beispielsweise. Wenn du jetzt in der Wildwasserbahn sitzt, da ist der Abstand sehr weit auseinander durch die Boote. Da braucht man das jetzt nicht. Sitzt du dafür im Oktopus, da geht es rund und zur Sache. Da braucht man es wieder. Also an allen Karussells achten die Betreiber dann ganz genau darauf, wo du die Maske anziehst und wo nicht. Aber wer jetzt nur über das Gelände läuft und den großen Abstand wahrt, den müssen wir nicht da mit dieser Maßnahme belästigen. Das stimmt. So, ich bin sehr glücklich, heute hier sein zu dürfen. Das freut uns. Und wie gesagt, ich bedanke mich bei dir erstmal. Ja, gerne. Wir geben uns nicht die Hände. Wir machen einfach so, ne? Die neue Version ist ja jetzt... Die neue Version ist so? Okay. Was vielleicht noch eine interessante Nachricht ist für all deine Follower, ne? Ja. Wir haben auf vielfachen Wunsch dafür gesorgt, dass es eine Tageskasse gibt. Man kann also auch hierher kommen und noch vor Ort seine Tickets holen. Also gibt es die Tickets jetzt auch vor Ort. Ne? Willst du das nochmal machen? Nein, das passt schon. Das passt schon? Ja, die Tickets gibt es also jetzt auch vor Ort, liebe Freunde. Genau, die Karten gibt es hier auch bei uns vor Ort. Und wir nehmen es auch nicht so eng mit diesen Zeitfenstern. Genau, das habt ihr ja schon gemerkt, hier wird kein Mensch rausgescheucht oder hier wird keinem der Karussellspaß irgendwie vermiest, indem man sagt, nach 3 Stunden müsst ihr jetzt wieder gehen. Wenn Platz ist und wenn Zeit ist und wenn die Leute alle nett und freundlich sind, haben wir kein Problem damit, noch länger zu bleiben. Das war auch eine Frage in der Community, die halt sehr wichtig war den Leuten, dass sie sich sagten, wieso muss ich dann nach 3 Stunden gehen? Verständlich, aber halt, wenn der Anfang natürlich groß genug ist, muss natürlich auch gewährleistet sein, dass jeder die Möglichkeit hat. Genau. Man muss es ja so sehen, es dürfen theoretisch 3.500 Menschen auf dem Gelände sein. Ja. Bei diesen vielen Schaustellern, die wir hier haben, bei diesen vielen Geschäften, reichen natürlich 3.500 Menschen nicht aus, damit jeder auf seine Kosten kommt. Ja, natürlich. Und um für eine größere Bewegung zu sorgen, sind diese Zeitfenster angedacht, sodass man einfach viel mehr Menschen über den Tag verteilt hier auf das Gelände lassen kann. Aber wie immer ist zwischen Theorie und Praxis ein ganz großer Unterschied. Und es wird immer so sein, dass wir glücklich sind, wenn die Menschen hierher kommen. Und es gibt dann Familien, denen reichen 2 Stunden völlig aus, weil die Großeltern fahren nicht mit jedem Karussell oder die Kinder sind zu klein, um mit einem Überkopfgeschäft zu fahren. Denen werden 2 Stunden ausreichen. Und die dann eben noch ein bisschen länger bleiben wollen, ja bitteschön, das passt dann alles. Ne? Also hier wird keiner rausgekegelt, hier muss keiner Sorgen haben, dass man es nicht schafft. Bis jetzt sind alle mit einem Lächeln rausgegangen, die hier waren. Und ich denke mal, das ist auch die Botschaft, die wir an alle weitergeben wollen. Kommt her, meckert nicht so viel im Vorfeld, diskutiert nicht über Dinge, die ihr noch gar nicht erlebt habt. Und wer Lust und Laune auf Jahrmarkt, Volksfest, Kirmes, Karussells, gebrannte Mandeln und Zuckerwatte hat, der soll einfach herkommen
soll wieder hier eintauchen in die Welt. Und man kann es nicht mit der Rheinwiese vergleichen, nicht mit der Kranger Kirmes, geschweige denn mit dem Oktoberfest. Es ist eben ein Pop-up-Freizeitpark, ein temporärer Freizeitpark und das auf einem total ungewöhnlichen Gelände der Messe Düsseldorf. Und wenn man das mal genau nimmt, kommen wir ja hier wieder zum Ursprung der Kirmes zurück. Die Messe. Es ist die Messe. Und früher war die Messe und die Kirmes und waren die Schausteller, die Zirkusleute, die Drahtseilläufer, die trafen sich alle auf dem Marktplatz. Und der Anlass zusammenzukommen war immer eine Messe. Und insofern ist das hier Back to the Roots und für die nächsten 4 Wochen hoffentlich ein toller Treffpunkt für alle. Ich mag deine sehr romantische Art. Doch, romantisch. Finde ich total toll. Finde ich echt klasse irgendwie. Ich komme super mit zurecht. Jetzt wollen wir dich aber auch nicht länger aufhalten. Du hast uns heute richtig schön einen tollen Tag hier ermöglicht. Das freut mich. Du hast uns hier gezeigt, dass Hygiene wirklich möglich ist und vor allem, dass halt der Spaß möglich ist. Ja, und was mir wichtig war, wir konnten jetzt auch in Ruhe drüber sprechen, denn im Vorfeld geisterten ja so viele Meinungen durchs Internet, durch Facebook, wo ich immer denke, wartet doch erstmal ab, bis das Ei gelegt ist. Und dann wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir leben ja leider in einem Land, wo der Mensch vorher schon meist weiß, bevor er was erlebt hat. Und das meint dann auch mitteilen zu müssen. Genau. Das ist leider so. Aber ich hoffe, wir werden diese Missverständnisse aufklären können. Schön. Freut mich, dass ihr da seid und jederzeit immer wieder gerne kommt vorbei und erzählt es allen weiter. Wir werden es weitergeben. So, dann sehen wir uns auf jeden Fall bei unserem nächsten Interview. Und ich kann euch sagen, kommt hier hin, probiert es aus, auch wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt. Es macht richtig Spaß. Das ganze Konzept ist durchdacht und es ist wirklich sehr sinnvoll. Und vor allem, unterstützt eure lokalen Schausteller, unterstützt die Schausteller dieser Welt, damit diese Leute nicht pleite gehen, damit diese Leute weiter in die Zukunft haben. Sehr geehrte Besucher des Düsseldorf, es werden die Besitzer folgende Kennzeichen gebeten, sich zu ihrem Fahrzeug.